Wir sind hier in Klausur, weil die Wahl 2029 bereits 2024 vorbereitet wird. Wir haben eine neue Umfrage. Die Hälfte Ihrer Wähler trifft ihre Wahlentscheidung schon vor dem Wahlkampf. Und darum wollen wir von Anfang an richtig Gas geben. Junge Leute heute haben eine Lebenswirklichkeit mit Ausländern in der Schule, die sie bedrohen. Damit, dass das gesamte Geschlechterverhältnis völlig ins Rutschen gekommen ist. Mit Lehrern, die ihnen etwas erzählen, was ihrer eigenen Geschichte, wie sie in der Familie vermittelt wird, zuwiderläuft. Und sie können darüber nicht reden. Wenn sie damit zu etablierten Medien oder Politikern gehen, dann werden sie beschimpft. Wir unterhalten uns über unsere Arbeit. Wie stellen wir Anträge? Wie gehen wir miteinander um? Wie machen wir eine ordentliche Medienarbeit? Das ist das eine. Und das andere ist, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir geschlossen auftreten, und darum gehen wir in Klausur, um am Abend auch mal über Dinge zu reden, die nicht nur den Parlamentsbetrieb betreffen. Denn wir werden als AfD nur Erfolg haben, wenn wir als Mannschaft auftreten. Wir geben das wieder, was den Menschen auf dem Herzen liegt, und wir zeigen auch, dass wir eine Lösung dafür haben. Eine Lösung, die stolz macht, eine Lösung, die zuversichtlich macht. Und genau wegen dieses Lebensgefühls, das wir vermitteln, sind wir so erfolgreich. Wir sind nicht die Sprechblasenproduzenten im Stil der 70er Jahre, sondern wir kommunizieren von Inhalt und Form so, wie heutige junge Leute kommunizieren. Und das, was wir jetzt gesehen haben bei der Landtagswahl, das war erst der Anfang. Es ist noch Luft nach oben, und den werden wir ausfüllen.